Hey Leute, heute zeige ich euch wieder ein Set von Bluewix. Heute geht es um die 100654, den GMC M10 Wolverine mit 670 Teilen für eine unverbindliche Preisempfehlung von 19,95 €. Ich finde, das Set sieht gut aus, es kann nicht so viel und stabil ist es auch nicht sehr. Aber genaueres seht ihr jetzt im Video. Viel Spaß! Aber bevor wir das tun, schauen wir uns einmal die Verpackung an. Die ist nicht besonders Bluewix-typisch, ein brauner Karton mit dem Aufkleber vom Set eben drauf. So, dann kommen wir auch einmal zu den Funktionen von dem Set. Es ist auf jeden Fall ein netter Panzer, der hier leider nicht sonderlich gut rollen kann, aufgrund der Bluewix-Qualität eben. Der ist zu gebrechlich, als dass man hier genug Druck aufbauen könnte, dass der gut rollt. Was der aber kann, ist seinen Turm drehen. Zu einem gewissen Teil. So wie seine Kanone zu heben und zu senken. Allerdings bleibt die nicht oben, weil ich hier ein Lego-Hinge benutzen musste. Oder wie auch immer die Teile heißen, weil hier das Teil ein Fehlguss war, was hier mit bei war. Ja, sonst, was gibt es hier noch großartig zu entdecken? Nicht viel. Wir können hier oben noch das Maschinengewehr bewegen und abnehmen. Das geht anscheinend recht leicht. Egal, montieren wir ganz schnell wieder. Die ganzen Symbole hier sind natürlich Aufkleber und keine Drucke. Und was mich sehr überrascht hat, ich kann ja einmal den Turm abnehmen. Dann können wir hier noch in den Motorraum gucken. So, ich wünschte, man käme da besser ran, weil das ist eigentlich sehr cool. Wir haben hier noch so einen angedeuteten Innenraum hier vorne mit einer Sitzgelegenheit. Ja. Die Gunboater Carriage M10, auch M10 Wolverine genannt, war der erste Panzerjäger der USA, der im Zweiten Weltkrieg zum Einsatz kam. Der Wolverine war mit einer 76,2 mm Kanone M7 L52 bestückt. Sie war ursprünglich ein Flugabwehrgeschütz aus dem Jahre 1918, das so schwer war, dass am Turmheck ein Gegengewicht von 1134 kg angebracht werden musste, um die Balance des Turms zu gewährleisten. Mit der Kanone wurde eine Mündungsgeschwindigkeit von 792 Meter die Sekunde und eine Reichweite von etwa 14.500 Metern erreicht. Eine Panzergranate durchschlug auf eine Entfernung von 910 Metern 102 mm Panzerstahl. Eine technische Weiterentwicklung war nicht mehr möglich. Die Bewaffnung des M10 erwies sich als zu schwach gegen die deutschen Panzer vom Typ Tiger und Panther. Deshalb wurde er auf den europäischen Kriegsschauplatz einige Monate vor Kriegsende durch den stärker bewaffneten M36 Jackson ersetzt. Insgesamt wurden alle 106 Panzerjägerbataillone der US Army mit dem Fahrzeug ausgerüstet. So, und das waren dann auch schon alle Details und Funktionen von dem Set. Schreibt mir gerne eure Meinung dazu unten in die Kommentare. Würde mich sehr interessieren, was ihr von diesem Panzer haltet. Ich würde hiermit sagen, das war's hier mit dem heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst mir gerne ein Like und ein Abonnement da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein und ciao.